Jens Larsen und sein Kollege Mustafa Yildirim sind heute im Einsatz. Sie gehen einem anonymen Hinweis aus der Bevölkerung nach, der die Zollbeamten sofort hellhörig werden ließ. Also wir sind jetzt unterwegs in Sachen unerlaubte Substanzen, sprich ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wir haben einen anonymen Hinweis bekommen von einer Frau. Wie gesagt, anonym, Namen wissen wir nicht. Es geht zu einem Fitnessstudio und dort sollen diese Substanzen vertrieben werden, verkauft, verschenkt, wie auch immer. Sogenannte Fettburner waren im Spiel. Hi. Hallo, moin. Kann ich helfen? Dürfen wir rein? Kommt drauf an. Ja? Sie sind nicht so aus, ob Sie Nee, wir haben kein Trainingszeug mit. Zoll Fahndungsamt. Okay. In was für eine Angelegenheit Larsen, kommen Sie? Larsen, mein Name, das ist der Kollege Hielerin. Sie sind wer? Ich bin hier die Besitzerin. Sie sind die Besitzerin? Ja. Na wunderbar. Wir dürfen mal reinkommen. Lass uns mal bitte eben rein, erklären wir das mal am besten. Mach mal auf. Ich weiß zwar jetzt nicht, was hier los ist, aber... Das klärt sich bestimmt ganz schnell auf. Komm mal an die Seite, Süße. Gehen wir da vorne mal rüber. Und bleiben Sie mal am besten gleich hier. Was gibt's denn? So, es geht darum, dass wir Vorwürfe laut geworden sind. Wir haben einen Anruf gekriegt. Eine Zeugin hat sich gemeldet, dass hier illegale Präparate praktisch... verkauft werden, vertrieben werden. In diesem Studio? In diesem das kann Studio, nicht sein. Ja. Also ich kann Ihnen das mal gerne sogenannte sagen. Sogenannte Fettburner. Nein, um Gottes Willen. Zum Beispiel. Alles ganz haben Sie natürlich. Denn einen Ausweis? Natürlich habe ich einen Ausweis. Geben Sie mir den mal. Aber also, ist da jetzt akut irgendwie eine Sache? Weil wir arbeiten hier ganz natürlich mit dem Vollmondtraining. Ja, und da ist geben Sie mir mal kurz einen Ausweis. Während Jens Larsen der Angestellten den Sachverhalt erklärt, schaut sich sein Kollege Mustafa Yildirim im Fitnessstudio um. Ich behalte ihn mal so lange, wie die Maßnahme hier dauert. Wenn Sie mir den wiedergeben, ist kein Problem. Ja, natürlich, selbstverständlich. Wir sind ja keine Diebe und Strauchdiebe. Ja, bitte. Sowas, ne? Ja. Also wir haben hier einen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft Köln. Okay, das finde ich aber ziemlich heftig. Ja, ne? Das ist so. Es sind da schon mehrfach hier, sag ich mal, Hinweise aufgetaucht, dass das so sein Darf soll. Darf ich sehen? Ja, natürlich. Das sollen Sie sogar sehen. Das müssen das Sie durch sehen. Durchlesen. Ja. Dann wissen Sie auch, was... Also völlig ungerecht. Ich meine, Sie können hier gerne gucken. Ich habe nichts zu verbergen. Ja. Sie sehen, was wir haben. Okay. Schatz, mach dir keinen Sorgen. Alles gut, alles gut. Klärt sich alles auf. Also, das klärt sich auf. Nein, also wir haben hier nichts zu verbergen. Hallo, guten Tag. Desiree Funke, ich habe Sie verständigt. Sie haben mich verständigt, genau, ich bin vom Zoll. Ja, kommen Sie mal mit. Ja. Mich hat die Trainerin angesprochen und sie hat mir auch dann direkt gesagt, dass sie die anonyme Anruferin war. Sie hat dann auch mir direkt gezeigt, wo die Sachen versteckt sind. Sie sollten sich vielleicht mal diese Korbe zeigen. Nur mal so. Vielleicht gucken Sie oben mal rein. Ich mach mal rein, auf jeden Fall. Da müsste drin sein, was Sie suchen. Okay. Entschuldigung, diese Regel, gibt es da irgendwelche Probleme? Ja, er möchte hier mal reingucken. Was heißt da mal reingucken? Ja, Sie haben Schluss dafür. Sie zeigen mir mal den Tickenbereich und die Kollegin... Preisverschluss wahrscheinlich. Ja, aber Sie können ja jetzt hier nicht einfach so... Ah, das müssen wir sogar. Ja. Da, alles klar. Ja, ist alles in Ordnung. Der Herr möchte nur mal reingucken. Also wir gehen davon aus, dass das hier Fettburner sind, was wir hier gefunden haben. Das sind illegale Substanzen, die dazu da sind, dass die Leute schneller abnehmen können. Die sind hier nicht erlaubt, die sind also hier in Deutschland illegal. Und die sind jetzt hier überall drin zu finden? Ja, in dem anderen auch. Und okay. Hinter der Theke müsste noch was im Pulverform sein. Und die werden jetzt auch hier konsumiert von den Gästen? Ja, dieses Pulver wird in die Getränke gemischt und als Fettburner zur Ankurbelung dieser Mondphasendiät genutzt, aber da ist Epidin drin. Die Mitarbeiterin des Fitnessstudios hat mehrere Wochen geschwiegen, doch sie kann die Gabe der illegalen Mittel nicht weiter mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was das genau alles für Folge haben kann, diese Fettburner. Dazu müssen wir einen Arzt fragen, aber man kann davon ausgehen, dass diese Fettburner Herzrasen, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen, alles Mögliche in der Richtung verursachen können. Und von daher sind die schon gefährlich. Und wie gesagt, sonst müssen wir einen Arzt fragen, was die im Einzelnen genau verursachen können. Also eigentlich weiß ich jetzt nicht, wo hier die Probleme sind. Was haben wir hier noch drin? Also die Probleme sind hier. Ja, klar. Oh. Ja. Ja, gut, das sieht man auch als Zeugin aussagen. So, was sagen Sie dazu? Was sagen Sie dazu? Da weiß ich jetzt gar nicht, was das ist. Vielleicht kann das die junge Dame gerade ganz anders gehört. Aha, was haben Sie da gehört? Ich habe gerade erfahren, dass Sie das wissen, dass diese Sachen hier konsumiert werden. Wer sagt das? Ich habe da eine Zeugin und sie ist auch bereit, das auszusagen. Was geht mit dir denn ab?
Das brauchst du jetzt gar nicht zu interessieren, dass sie uns das gesagt hat. So. Erstmal ist jetzt wichtig, dass sie uns jetzt sagen, stopp was mal. Hier los ist. In diesem Moment muss ich sie darüber lehren, dass sie im Moment beschuldigt in einem Strafverfahren sind. Inwiefern? Damit haben sie auch besondere Rechte. Das heißt? Sie dürfen einen Anwalt dazu ziehen. Mhm. Alles, was Sie jetzt sagen. Ich habe nichts zu verbergen. Das sind ganz normale Produkte, das sind Vitaminprodukte. Als Beschuldigte. Und die packe ich. Hören Sie mir zu? Ja, ich höre zu. Als Beschuldigte? Ja. Müssen Sie jetzt nichts mehr sagen? Sie können natürlich was sagen. Sie dürfen auch jederzeit Beweisanträge stellen, sprich, was entlassend ist. Sie dürfen einen Anwalt hinzuziehen und so weiter. Haben Sie das sofort verstanden? Ja, ja. Das heißt, Sie müssen jetzt nichts mehr äußern, wenn Sie wollen. Also das Einzige, was ich tatsächlich, ich bin natürlich jetzt ein bisschen aufgebracht, aber das Einzige, was ich zu sagen habe, sind Vitaminprodukte. Da ist nichts Schlimmes dabei. Das ist alles hier legal. Wir machen das nach dem Vollmondprinzip. Da gibt es überhaupt keine... Vollmondprinzip? Hör doch auf. Du weißt nicht mal, wie der Scheiß dosiert wird. Die Leute trinken das. Was machst du denn, wenn jemand umkippt? Was trinken wir hier für einen Scheiß? Ist alles in Ordnung? Macht euch keine Gedanken. Die Kundinnen sind schockiert. Sie dachten, nur Vitamindrinks zu sich zu nehmen. Stattdessen müssen sie nun erfahren, dass sie illegale Mittel konsumiert haben. Die Besitzerin war ja sehr redselig, muss ich sagen. Sie hat ja dann munter losgeplappert und mit dem ersten Einräumen dieses Vertreibens dieser Substanzen, was es nun genau war, wissen wir noch nicht, wird die Analyse ergeben, hat sie aber schon mal dahingehend sich geäußert und deswegen musste sie auch belehrt werden. Denn was sie vor einer Belehrung einem Ermittler gegenüber sagt, kann auch vor Gericht nicht gegen sie verwendet werden. Somit haben wir sie dann auch ganz schnell belehrt. Somit ist sie beschuldigt in einem Strafverfahren und das kann vor Gericht gegen sie verwendet werden. Mustafa Yildirim vernimmt die beiden Kundinnen, die illegalen Fettburner konsumiert haben, wenn auch unabsichtlich. Sie nehmen die Sachen auch. Also wir machen dieses Mondprogramm, und da kriegen wir halt solche Shakes und ist es da drin? Wollen Sie sagen, ist es da drin enthalten? Ja. Ihnen wurde gesagt, dass das ganz normale. Also, ja, wir machen hier dieses, schauen Sie mal. Ja. Das ist dieses Mondprogramm. Und das heißt, bei abnehmendem Mond nimmt man halt besser ab. Und also, das ist so ein extra Und ich meine, ich habe halt in einem Monat schon 6 Kilo abgenommen. Ja. Wir klären das jetzt erstmal. Ich kann mal eins sagen. Was meint ihr eigentlich, was hier passiert? Ja? Es ist so, ihr kommt hier einmal die Woche hin, ja? Du hast jetzt mittlerweile 8 Kilo abgenommen. Meinst du, es geht von selbst? Mal, was träumst du eigentlich nachts? Mann, Barbara, sag mal, was weißt du, träumst du eigentlich nachts? Gehen wir jetzt bitte mal darüber, wir kommen gleich mal auf die Szene. Du bist überhaupt hier diejenige, die den Mann Mustafa, komm, das wird doch total überbewertet. Die Chefin des Fitnessstudios hat geglaubt, mit dieser Aktion das Geschäft anzukurbeln. Doch stattdessen endet dieser Versuch nun vor dem Richter. Da vorne ist ein Tisch, bitte hier mitkommen. Bitte hier mitkommen. Ich zeig dich an. Also die Kundinnen, die da waren, sind von dahergehend wichtig für uns Ermittler, weil sie wichtige Zeuginnen werden können. Nach dem Fund, was sie dann ja auch mitgekriegt haben, haben sie vielleicht im Vorfeld schon mal irgendwo gesehen, dass irgendwas gefunden wurde, über die Ladentheke vertickt wurde oder so weiter. Als ob sie jetzt zivilrechtliche Regressansprüche geltend machen, das müssen sie bei der Polizei machen. Das ist nicht mehr unser Job. Bleiben Sie alle ruhig, wir klären das jetzt alles. Ich muss uns vergiften. Ja. Wie heißen Sie? Ganze Zeit, ne? Ich habe gedacht, ich brauche jetzt Ihren Namen. Vera. Das wird alles geklärt. Also bleiben Sie mal ganz ruhig. Du wolltest uns vergiften. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. So. Ich weiß nicht, was ihr da redet. Für dich. So, nun bleib doch mal ruhig. Wunderbar. Ihr Nachname? Vera Kunze. Sie melden sich bitte. Sie melden sich bitte beim Verfahrensamt. Mein Name haben Sie. Okay. Wie Sie heißen Sie? Und zwar ja, morgen um 9 Uhr melden Sie sich bitte bei mir. Ja. Und dann werden wir ein entsprechendes Vernehmungsprotokoll aufnehmen. Das wird alles nochmal zu Papier gebracht. Ne, das geht jetzt hier schlecht durch die ganzen Damen und so weiter. Ich würde das auch gerne jetzt da hier Sie deutsche Staatsbürgerin beruhigen. Sind, ja. Ich gebe schon mal Ihren Ausweis wieder. Ach so, ja, den habe ich jetzt total vergessen. Ja, ich nicht. Und dann melden Sie sich, dann nehmen wir ein Vernehmungsprotokoll auf. Ja. Und das, was jetzt passiert ist, die Sachen haben wir dann analysiert. Und dann klären wir das alles. Nein, ist gut, wir können das natürlich klären, aber das wird hier total überbewertet. Ich möchte jetzt gerade eine Anzeige erstatten. Wir haben ja nicht gewusst, dass Sie hier sind. Du weißt, mein Mann ist ruhig. Ihr seid alle hier hingekommen, fandet super, dass ihr so viel abgenommen habt. Jetzt hast du hier einen tollen Verabschluss gesagt. Ich habe euch alles gegeben, was ihr wolltet. Sie landen im Knast danach. Am besten jetzt mal zur Dienststelle und nehmen bei Ihnen schon mal ein Zeugenprotokoll auf. Ja?
dann machen wir eine Zeugenvernehmung und wir nehmen die Sachen mit. Obwohl die Fitnessstudio-Besitzerin weiterhin ihre Unschuld beteuert, spricht allein das Versteck der Fatburner eine klare Sprache. Das war also hier drin versteckt. Unter den hier drin ist ein Hohlraum. Da wurde das versteckt und es wurde anscheinend dann an die Leute abgegeben, teilweise unwissentlich und das geht natürlich gar nicht. Wir haben jetzt den Namen notiert, werden die Leute vorladen und nochmal, dass sie dann auch Gelegenheit haben, sich nochmal zu äußern dazu. Und sie möchten ja auch gerne die Inhaberin anzeigen und das können sie dann auch machen und das werden wir dann alles vor Ort machen. Die anderen Räume hattest du auch gesehen, ne? Ich hatte die alle gesehen. Okay. Soweit das war auch alles hier vorne. Okay. Also, okay. Alles klar, dann haben wir alles. Okay. Okay. So, auf Wiedersehen. Es kann auf jeden Fall sein, dass wir dann nochmal diese Inhaberin auch privat durchleuchten werden. Es kommt jetzt auch darauf an, erstmal die Analyse abzuwarten, was das jetzt genau für Fatburner waren, also ob das Fatburner sind. Und dann kann es auch durchaus sein, dass wir dann auch die private Wohnung von der Dame dann durchsuchen werden.